Das ist Radio mit K von Steffen und Felix. Radio mit K, Steffen, Israel, Felix, Pummer. Hey, Steffen, ja. Eine neue Woche ist zu Ende gegangen. Wie ist es dir ergangen, Steffen? Wie geht's dir? Toll. Du hast auf jeden Fall, ich vermute, du hast unzählige Packungen Spekulatius gegessen. Es ist für meine Bedürfnisse als, wie soll ich sagen, als Waschbär, es ist zu kalt. Ach so. Die Winterschlafphase wird eingeleitet und ich musste heute auch relativ... Du bekommst jetzt Fell. Dir wächst so dickes Fell überall und dadurch spürst du, dass der Winter beginnt. Ja, Steffen, ich bekenne mich schuldig. Ja, warte, ja, ich wollte erzählen, im Sinne von Fell, ich musste meine Winterjacke, habe ich heute früh rausgeholt und das ist auch so ein Einläutungszeichen, ja. Und das macht keinen Spaß, diese Jacke dann aus dieser Truhe so ganz verstaubt rausholen. Und dann habe ich aber auch mega geschwitzt. Also irgendwie muss man erstmal reinkommen. Genau. Ich habe gestern tatsächlich auch meine Winterjacke zum ersten Mal angehabt. Und ist so ein bisschen mein Profi-Tipp, dass man quasi, sobald der Herbst beginnt, gar nicht erst sich irgendwie hier aufhalten mit Übergangsjacken oder so. Übergangsjacken sind für... Erkältungsgefahr, Übergangsjacke. Absolut. Absolut, Steffen. Absolut. Übergangsjacken sind schön für Frühling. Frühling. Wenn man den Winter schon so aus den Knochen raus hat so und Sommernächte. So, das ist der einzige, also, aber Herbst begeht den Fehler nicht. Lieber in so eine richtige Winterjacke und dann ist direkt cozy und darunter hat man dann vielleicht nur ein T-Shirt oder so oder nur einen dünnen Pullover, aber direkt in die Winterjacke rein jumpen. Das ist ein Profi-Tipp. Aber ein paar Löcher reinschneiden, das sind meine Tipps noch für die Übergangsphase, wenn die Winterjacke noch zu warm ist. Stimmt. Ich schneide erstmal so ein paar Löcher rein, dann schwitzt man nicht. Nähen kann man sie ja immer noch. Also, nee, absolut richtig, Steffen. Du spielst bestimmt darauf an, dass ich gesagt habe, dass wenn ich jetzt hier schwach werde im Supermarkt und jetzt an der Süßwarentheke mir so Weihnachtsgebäck, dann schlägt der Herbst zu. Und tatsächlich hast du mich erwischt, Steffen, mich schuldig im Sinne der Anklage. Ich habe mir zum ersten Mal Marzipankartoffeln gegönnt. Ich konnte nicht widerstehen. Also magst du das nicht? Ja, also wir werden ja oft als Geschmacksbrüder bezeichnet. Das schreibe ich auch, wenn es so herzhafte Kulinarien angeht. Aber Marzipankartoffeln ist wirklich nicht meins. Also Marzipan ist nicht so meins. Ja, okay. Nougat okay. Auch nicht. Aber ja, stimmt. Vielleicht ist bei Süßigkeiten ein bisschen unterschiedlich. Auch der Name schon. Marzipankartoffeln. Das ist nicht attraktiv. Das ist nicht sexy. Ja. Ich verstehe, was du meinst ein bisschen. Man muss vielleicht erklären, diese Geschmacksbrüder-Geschichte, die ist dadurch entstanden, dass es ja immer so ein bisschen schwierig, wenn man so auf, oder beziehungsweise es macht es viel, viel, viel einfacher, wenn man auf Tour ist und in großen Gruppen und so, wenn dann einfach man sowas hat wie ein Geschmacksbruder, dann einfach sagt, yo, ich bin gerade noch oben auf dem Zimmer, aber hier, Felix, der bestellt für mich mit, weil der weiß schon, das wird mir schon schmecken. So, ich nehme das, was du nimmst. Ich nehme das, was Steffen nimmt, da fahre ich gut damit. So, da ist dann irgendwas crunchy. Ich finde es einfach gut, Steffen. Oder weil man sich nicht entscheiden kann, dann macht der eine das, der andere das und dann wird es ein bisschen gesherry-terried, ne? Genau, wenn wir zusammen schon das sind. Ja, absolut richtig, Steffen. Genau, jetzt ist der Herbst ist da. Aber ich finde ja so am Anfang vom Herbst, ich finde, das ist eine regelrechte Herbst-Euphorie, die bei mir dann einsetzt. So, wenn man sich einmal abgefunden hat mit dem Ende des Sommers, finde ich, kann man sich dann total auf diesen Herbst einlassen. Ich habe aber erzählt, ich bin ja umgezogen, Steffen. Ja, aber ich erzähl doch mal. Ja, was soll ich erzählen? Ich will nur wissen, wie es Kastanie geht, ob du schon fündigt wurdest. Ob ich schon Kastanien gefunden habe, kleine. Ob du schon abgeketert hast, abgeräumt hast. Die Kastanien habe ich schon. Ich habe aber noch nicht gebastelt, wenn du das meinst. Ich habe noch kein Kastanienmännchen gebastelt. Kastanienmännchen. Weihnachten ist ja noch ein bisschen hin für die Geschenke. Kastanienmännchen sind so deutsche Voodoo. Ja. Hallo, ich bin der Kastanienmännchen. Ja, hat wohl. Letztens hat jemand eine Kropala-Männchen gebaut wohl. Also mit so einer kleinen Nadel. Ja, Kastanien gestochen. nicht schlecht. Ich habe in meiner neuen Wohnung habe ich jetzt eine Badewanne, Steffen. Und ich bin ja an sich gar nicht so der Badefreak. Deswegen hat es mich nie gestört, keine Badewanne zu haben. Das hängt so ein bisschen mit meiner Neurodermitis zusammen, dass ich kann eh nicht so viel baden und so. Deswegen stört mich das gar nicht so sehr. Aber jetzt im Herbst, da gönne ich mir das ab und zu mal auch so ein Erkältungsbad und so. Und jetzt habe ich eine Badewanne, Steffen. Ja, mit so einem schönen Dressing drin. Eine Badewanne, die steht so an der Wand und direkt unterm Fenster. Das heißt, und ich wohne relativ weit oben, das heißt, ich kann in der Badewanne liegen,
das Fenster aufmachen und mir spannend niemand von oben rein. Ich sehe draußen, ich gucke quasi direkt so, ich könnte mit der Hand... Auf deinen Rosengarten. Ich könnte mit der Hand, könnte ich quasi aus dem Fenster rausgreifen an die Blätter der Bäume noch. Und dann, pass auf, und dann regnet's. Und dann liegst du in der Badewanne drin und so anderthalb Meter neben dir prasselt so der Regen auf die Blätter. Ah, also das ist wirklich... Ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie der Mond so noch durch und ein Antlitz anleuchtet, der Mond. Ja, der Mond hat es ja schwer wegen den Regenbeugen, die davor sind. Aber dann, du kannst dir vielleicht vorstellen, wenn ich dann aus... Irgendwann bin ich ja fertig mit Baden, die Hände ganz schrumpelig und dann steige ich so aus der Badewanne und dann wird mein Astralkörper wird vom Mondlicht beschienen. So. Und im Hintergrund läuft Daido. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Ja. Herzlich willkommen hier zu unserem Soft-Erotik-Podcast Radio mit K. Ihr hört uns hier auf Sputnik und Fritz oder im Podcast auf YouTube im Standbild. Vielleicht seht ihr da jetzt gerade ein Bild, wie ich so im Mondlicht Nackedei vor euch stehe. Und wenn nicht, Leute, dann schließt mal kurz die Augen und stellt's euch einfach vor. Mir kommt das Bild auch sehr vertraut vor. Ich würde mir nicht wundern, wenn ich das schon mal gesehen habe. Ich wollte gerade sagen, du hast es auf jeden Fall schon ein, zwei Mal gesehen. Ich erinnere mich an Nacht- und Nacktbaden in verschiedensten Freibädern und Seen und so. Aber genug von meinem nackten Körper, stellen. Ich könnte da stundenlang drüber reden. Aber was ist denn dir so ergangen in der Woche? Ach, einiges. Ich war auf einem Queen-Coverband-Konzert. Das stand schon lange an. Das ist so ein typisches, was schenkt man dem Vater zum Geburtstag mäßig? Und dann so vor 2 Jahren mal Karten für Queen Coverband geschenkt. Ja, okay. Und dann rückte der Tag jetzt immer näher und da musste man da mal hin mit der Family. Und das war auf jeden Fall ein schönes Ereignis. Ich habe erst gedacht, so, das sind irgendwelche aus Deutschland oder so, die halt sich bemühen, da eine der größten Bands nachzuspielen. Und das Publikum, es war alles bestuhlt, was ich generell eigentlich nicht schlimm finde in so einem Kontext. Aber es war wirklich also auch schon so ein Stadtfestpublikum auf jeden Fall, aber ist ja nicht so schlimm. Aber dann war es eigentlich tatsächlich eine ganz gute Show. Und da stand auch, das hieß One Vision of Queen mit Mark Martel, dachte ich, heißt es. So Mark Martel irgendwie aus Gießen oder so. Aber das war, der hieß Mark Martel aus Tennessee kommt er, ja, und der hat auch beim Film, bei diesem Queen-Film, hat er quasi die Gesangspart von, wie hieß der Schauspieler nochmal? Rami Malek hat er die übernommen und es war auch quasi so eine, von einem von Queen so eine Idee, weil Queen sind ja selber noch auf Tour, haben sich aber ja auch für einen Sänger entschieden, der nicht genauso klingt wie Freddie Mercury, weil es irgendwie so ist, ja, sie wollen den ja nicht wirklich ersetzen, sondern... Ich wollte gerade sagen, Queen stehen auch so sehr im Ruf, dass die sehr pedantisch sind, was so ihre... die haben, glaube ich, auch sehr, sehr viel Mitspracherecht sich auch bei diesem Film zusichern lassen und so. Ich glaube, das hat man so rausgelesen, wenn man zwischen den Zeilen bei diesen Promo-Sachen, dass es auch ein kleines bisschen genervt haben könnte. Ja, die waren da sehr bedacht, dass es irgendwie, dass es auch so erzählt wird, wie die so ein bisschen auch eine Erinnerung hatten, sagen wir mal. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und die haben sich aber gedacht, die wollen trotzdem irgendwie noch eine Band haben, die so nebenbei, eigentlich eine gute Idee, kann man sich auch mal überlegen irgendwie. Man kann ja nicht überall spielen, auch nicht in dem Alter, dass man irgendwie halt so eine Coverband, eine offizielle hat quasi, dass man anderen Leuten sagt, ihr seid die sind auch irgendwie aus der ganzen Welt zusammengecastet und es waren echt gute Musik. Care, muss ich sagen. Ah, okay, interessant. Ja, und dass man das selber dran mitverdient, genau. Das ist absolut smart, weil es gibt ja jetzt schon die ersten Cover-Party-Abende von, da gab es in Berlin jetzt eine sehr erfolgreiche Party im SO36, habe ich gesehen, wo quasi den ganzen Abend, wenn ich das richtig verstanden habe, nur KIZ und Kraftklub-Songs kamen und irgendwie noch, wahrscheinlich noch Kummer und Tarek und irgendwie Artverwandtes, Drunken Masters und so, keine Ahnung. Und das muss so erfolgreich gewesen sein, dass die jetzt die nächste Party machen, die im Astra. Krass. Das Astra, da haben wir unsere erste große Berlin-Show gespielt. Also weißt du, ich denke so, okay, wow. Weißt du, und ich finde so, und das ist so der erste Schritt zu so, der nächste Step sind dann ja, Coverbands. Und da direkt am Anfang mitdenken, Steffen, absolut richtig, dass man jetzt sich eine eigene, ich hätte mal diesen Domi, der könnte mich spielen. Ja. Also er könnte offensichtlich, das ist der Typ, der aus unerfindlichen Gründen ständig bei uns es geschafft hat, sich auf die Bühne zu hypen so, und dann da auf der Bühne schon zweimal einen Song performt hat und das extrem gut gemacht hat. Ist gut zu wissen, wenn man so ein Backup hat. Ja.
Auf jeden Fall, wenn ich mal krank werde. Ich wüsste gar nicht, wer mich ersetzen sollte. Bei dir ist es unmöglich, denn bei dir. Virtuosen Gitarrenlinien, die. Da setze ich den Hebel einfach daran, dass du musst dann erstmal zwei, drei andere Bandprojekte, die cutte ich dann erstmal. Weißt du, bei dir, da weiß ich noch, da gibt's noch viel zu kürzen, bist du irgendwann bei Radio mit K gekürzt, weißt du so, aber lieber, bevor du bei Radio mit K nicht mehr weitermachen kannst, halt, lieber Kraftklub, Tränen und Mercy alles raus. Das tut mir dann leid für die, aber wir brauchen aber da gibt's ja auch noch. Wir brauchen die Stimme der Vernunft. Gerade in diesen Zeiten, Steffen, brauchen wir die Stimme der Vernunft, Steffen Israel. Da gibt's aber auch noch KI. Oh, das kam jetzt irgendwie zweideutig rüber, aber. Ich versteh's nur eindeutig. Naja, egal, auf jeden Fall, das war eigentlich ganz cool. Mein Vater war ein bisschen enttäuscht, dass es nicht der Original-Gitarrist war, Brian May. Der war so, ach so, das ist gar nicht der Original-Gitarrist. Und war so, ja, come on, ey, ist doch trotzdem gut. Naja, ja, war irgendwie ganz interessant. Und dann zum Schluss, wo dann alle Leute so rausgegangen sind, kam es zu diesem Zwischenfall, dass jemand aus dem Publikum wahrscheinlich so geladen und beeindruckt von der Show war, sich gedacht hat, ich singe jetzt auch mal einen coolen Song. So während die Massen so rauslenken. Und das war, also so maximal unangenehm Cringe-Moment hatte ich echt schon lange nicht mehr. Die waren in so einer Gruppe, hat so eine umarmt und sucht sich dann auch noch den peinlichsten Titel raus, We Are The Champion, und fing dann so an zu singen in dieser Halle beim Rausgehen mit We Are The Champion. Also auch nicht so. Und hatte sich das vorgestellt, dass dann alle einsteigen? Ja, ne, oder hat sich vorgestellt, dass danach irgendwie alle ausrasten und applaudieren. Und das war wirklich so unangenehm. Und dann war sie halt irgendwann fertig und so zwei Leute so. Aber sonst war ich so, ach du Scheiße. Und mir taten auch die Leute weh, die mit ihr gelaufen. Weißt du, was das ist, Devin? Das ist die TikTokisierung der Menschheit. Das hat die bestimmt mal irgendwo gesehen auf einem, das bei, keine Ahnung, beim Warm-Up vom Harry Styles Konzert oder irgendwie bei dem Taylor Swift, dass da irgendwo jemand im Publikum das gesungen hat, dann haben alle mitgemacht, die ganzen Swifties haben mitgesungen und so. Und so hat sie sich das vorgestellt. Und dann so Reality-Check, Steffen irgendwo in Magdeburg beim Queen-Cover-Band-Konzert. Ja, und dann singen wir mit. Oh Mann, Alter. So ist das, Leute. Wenn das Internet auf die Realität clasht, ich glaube, das wird es sein. Ja, also das war, ja, das war auch so ein, war mein Highlight. Fuck. Ja, Steff, ey, willst du dann direkt mal jetzt hier einen Song spielen von Queen oder von irgendjemand anders? Von Queen Cover. Nee, die kennt man ja. Ich habe... Für mich hat die Computertechnik einen tollen Song wieder rausgesucht. Mein hochgelobter Algorithmus hat mir einen Song gezeigt. So, hör dir doch mal das an. Und es hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank, Algorithmus. Ich kannte den Künstler vorher auch nicht. Er heißt Fio mit 2 i. Kommt wieder aus der Hitschmiede-Metropole Wien. Um das mal wieder schöne Schubladen zu verpacken. Der Song klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus Ibiza und so 1000 Roboter. Wer das vielleicht noch kennt, so ein bisschen aggressiveres, Indie-mäßige. Das hat mir ganz gut gefallen. Deswegen hatte ich jetzt mal hier Fio. Hat mir ganz gut gefallen, muss ich. Hat ordentlich Gravums gemacht. Und der Song heißt Power to the People. Von Fio. Jetzt hier bei Radio mit K. Viel Spaß. Wie findet ihr den Song? Schreibt's uns doch. Okay. Dann hören wir uns den Song jetzt mal an und ich versuche in der Zeit, weil das Endgerät, mit dem wir gerade uns verbinden, Steffen, das gibt wirklich gerade den Akkugeist auf. Ich versuche jetzt mal auf meine drahtlosen, würde ich schon sagen, auf meine, na, diese Kopfhörer, die man so ins Ohr steckt, und die gibt's von Samsung, gibt's auch von Apple, gibt's von verschiedensten Firmen. Die stecke ich mir gleich mal ins Ohr und versuche, ob das irgendwo noch funktioniert. Wenn ich dann nur noch über mein Handy zu hören bin, seht's mir nach, Leute. Es ist, das kann man doch nicht verlangen, dass man jetzt hier so einen Podcast in so einer Profi-Qualität, müsst ihr auch mal nachsichtigen. Wir sind Punks, Leute. Wir sind hier, wir leben. Punks, wir haben eine Badewanne mit Fenster. Bis gleich. We are the champions, no time for loser. Das war wie Fio. Du hast absolut recht, das ist wirklich der beschissenste Song. Also nicht der, der gerade kam, sondern der We are the champion von Queen ist wirklich ein doofer Song irgendwie. Ja, er ist halt, er wurde tot gemacht von den ganzen 90er und 0er Jahre Samstagabendshows oder in jedem Kack, wo irgendwie es ein Wettkampf war oder so, dann kam dieser Song und der ist wirklich einfach ein bisschen zu Es ist irgendwie auch nicht so eine coole, also ich weiß nicht, ob da irgendwie noch eine Ebene drin ist oder so, aber es stimmt schon, auch so wie ich den immer wahrgenommen habe, wurde der immer so ganz unironisch als so,
man hat gewonnen und dann sagt man nochmal allen, hey, ich hab gewonnen, du hast verloren, ich bin besser als du. Und das ist irgendwie weird. So, das fand ich immer so ein bisschen komisch. Yeah. Neulich erst wieder festgestellt, die Saison geht ja los bei den Chemnitz Niners, ne? Meiner geliebten. Apropos Champions. Meiner geliebten Basketballmannschaft. Und neulich war das erste Heimspiel wieder in der neuen Saison. Ich war wirklich hyped as fuck. Und zwar war wirklich rappelvolle Bude. Wir haben mit dem Gegner, man muss es wirklich sagen, den Boden gewischt. Ne? Also wirklich, die wurden regelrecht aus der Halle geschossen, mit 30 Punkten oder so gewonnen. Und dann ist aus mehreren Gründen, finde ich das so ein bisschen weird, aber eben auch aus diesem eben genannten, dann skandieren die Leute immer am Ende so, Sieg! Bam! Bam, badam, bam, bam, Sieg! Und das ist, Sieg, ja. es hat so ein, gerade bei uns im Osten, es hat irgendwie auch so, wenn so viele so Sieg rufen, das ist irgendwie, irgendwas ist da komisch sich, dran, ne? Fühlt ich sich irgendwie immer so ein bisschen komisch an. Und dann aber, also nicht nur wegen irgendwie vermeintlich der ersten Hälfte von Sieg Heil, sondern auch, weil das so, das trifft gar nicht den Vibe, den zumindest ich da in dem Moment empfinde, dieses so, geil, man hat gewonnen, so, man freut sich für den Sieg und ist gar nicht in diesem Kampfmodus, so 300 Meter, so, bam, 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 bam. Also, weißt du, so, irgendwie dieser Vibe, den hätte man eher so vorm Spiel, um sich so abzuhypen, dass man ja. so, jetzt zieht man hier gleich in die Stadt, aber dann hat man gewonnen, auch noch mit übertrieben vielen Punkten und dann ist noch so, dann stampft man so militärisch davon und so, und haut sich so auf die Brust, das ist irgendwie trifft das nicht so richtig das Gefühl. So richtig. Das ist irgendwie weird. Das ist ein komisches, fand ich schon immer seltsam, aber es ist noch seltsamer, wenn man so ganz hoch gewinnt. Ja, eigentlich ist es eher, also ja, verstehe ich. So unnötig. Das ist so wie so, der Gegner liegt auf dem Boden und dann steht man so über dir und haut sich so auf die Brust so und das ist irgendwie so komisch. Ja. Lieber irgendwas, was Niedliches wäre toll so. Und wir haben gewonnen, ihr habt voll. Das ist auch fies. Nicht missverstehen. Ich bin ja voll für Schmähungen des Gegners. Das finde ich überhaupt nicht unangebracht oder so. Ich bin jetzt auch keiner, der sagt so, ey Mann, bei den Freiwürfen des Gegners darf man nicht buhen und so. Finde ich überhaupt nicht. Aber wenn man dann gewonnen hat, so, dann finde ich es so, irgendwie hat es mehr Style, einfach sich darüber zu freuen, als noch so, naja, habe ich gerade dreimal erzählt. Steffen, ich habe gehört, du warst shoppen in letzter Zeit mal wieder. Hast du jetzt hier nochmal die letzten Sonnenstunden genutzt und hast dir nochmal Klamotten für den Herbst besorgt oder was? Nee, ich war nicht shoppen, aber ich war auf einem Flohmarkt und ich war nie so ein großer Flohmarkt-Typ, sag ich mal. Also ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich war jetzt mal auf dem Flohmarkt. Stöbern, schnacken. Weil eine gute Bekannte hat da einen Stand gehabt und ich habe geholfen, so ein bisschen beim Aufbau. Und da war ich so, ich bleib noch kurz mit hier und chill ein bisschen. Und ich muss sagen, das war echt total entspannt so. Es war noch so ein warmer, sonniger Septembertag und ich fand das, also das ist irgendwie cool. Man sitzt da so rum und hat quasi wie so eine Art Aufgabe, aber es passiert eigentlich nichts, außer dass mal alle 20 Minuten vielleicht jemand kommt und fragt, wie teuer das ist. Aber sonst ist es eigentlich total entspannt. Dann trinkst du dort einen Kaffee, es kommen ein paar Freunde vorbei. Also dieses Konzept Flohmarkt fand ich total faszinierend. Aber ich meine, was du gerade beschrieben hast, klingt ja einfach, könnte man ja auch einfach so irgendwo chillen und dann kommen Freunde vorbei und dann quatscht man ein bisschen. Ja, aber das ist ja immer so umständlich, aber so, als ich meine ja so Flohmarkt als Vorwand, weil du hast ja eigentlich auch was zu tun, du willst ja ein bisschen was, du sitzt nicht so sinnlos irgendwo rum. Ja, aber ich meine, aber wiegen da nicht die ganzen negativen, also ich finde, ich nehme dir mal ein paar Gegenbeispiele zu, quasi, nehmen wir mal ein Picknick oder so, du hättest ja auch ein Picknick machen können, du hättest ja auch eine Decke im Park oder so, und dann hätten ja auch vorbeikommen können. So, was ja, ich aber meine, macht ja keiner. So kommen ja Leute auch so zufällig vorbei. Ach du mal wieder. Ja, okay. Okay, pass auf. Es ist so ein bisschen wie irgendwie. Ich weiß, was du meinst, dass es ein bisschen ungezwungener ist. So, das ist jetzt nicht so speziell nur bei dir, sondern. Aber pass auf, findest du, also folgende Fragen habe ich. Wie findest du das, oder wie hast du es gehalten, wenn jemand kam und gesagt hat, cool, auf diesem T-Shirt, das steht hier da, dass es 10 Euro kostet. Ich würde dir 4 geben. Ja. Ich finde es das also, bei einem Flohmarkt. Das finde ich ja, geht so. Also ich finde so dieses Kursche, dass das so ein Spiel ist auf dem Flohmarkt, dass man einfach ich kann auch ganz schlecht handeln. Naja, also sag mal, was du geben würdest. Und dann muss man so komisch so rum
so, das ist so ganz komische Kommunikationssache. Handel, ne? Wieso? Das alte Flohmarktregeln, man trifft sich immer in der Mitte. Du sagst, das kostet 10, der sagt 4, dann sagst du. Ja, wenn es eine Regel 7. wäre, dann wäre es ja auch einfach, dann aber sagt, so, aber sagt, es ist. Sagt er 6 und dann sagt er 6,50 verkauft. Boom. Aber ja, wenn es eine Regel wäre, dann wäre das ja cool, aber in Wirklichkeit ist es ja voll oft so, dass dann so, na, also dass man, wenn man das ist, als Kind wurde ich manchmal gezwungen, sowas zu machen, weil muss ich jetzt hier mal Selbstständigkeit lernen und so, und dann, hallo, verkaufe mir das Schwert auch für irgendwie zwei. Du hast das Schwert doch, cool. Naja, keine Ahnung, so ein Plastikschwert. Also verkaufen Sie es auch für 2,50 Mark? Und dann so, hä? Willst du mich verarschen? Das hat irgendwie 14 Euro schon gekostet, neu. Das, also weißt du, dann auch, ach so, ich dachte, das wäre jetzt so die Regel, dass man einfach irgendwas sagt. Und dann, also so, ich fand es immer voll komisch, dieses Konzept, dass man einfach so irgendwas sagen soll und dann hoffen, dass der andere nicht beleidigt ist und so. Und dann so, weißt du, aber das gehört ja scheinbar da auch mit so zum Game, dass man auch mal so umdreht und dann geht man einfach und dann sagt, und dann ist so der Augenblick halt so, nee, lass ihn ruhig gehen, der kommt wieder und dann muss man so wegtrotteln und so. Und dann passiert es manchmal wirklich, dass sich der Standbesitzer dann so. Und der andere denkt aber, jetzt geh ich, jetzt ruft er gleich. Und dann wirklich hinterherkommt, okay, ich mach's für 57. Irgendwie, also ich fand es immer so eine entwürdigende Prozedur. Das ist irgendwie, das hat mir gar nicht gefallen. Und dann zweite Sache. Ja, ich bin auch ganz schlecht im Handeln. Ich gehe dann immer so hin, so, ja, was willst du denn haben dafür? Ja, 10. Ja, okay. Ja, 10. Sag mal einen Preis. Ja. Okay, den nehme ich. Sag mal eine Hausnummer. Okay. Da können wir jetzt geschafft. Super, nee, passt, ja, stimmt, passt, absolut. Danke. So müsste man es eigentlich immer machen. Sowohl als Verkäufer als auch Käufer. Wenn man sagt so, naja, also so, weißt du, so, mach mal einen Spruch. Und dann so, ja, okay. Einfach mal. einfach mal out of the box ticken. Einfach mal sich der Sache entziehen. Nee, und dann kommt bei mir noch die zweite Sache. Ich weiß nicht, Steffen, wie ist das bei dir? Finde ich auch in Urlauben, finde ich es eigentlich immer am allerschlimmsten. Aber ich bin ganz grundsätzlich kein Freund von Märkten. Mit Abstrichen so Food-Märkte, so, also da, wo es einfach ganz viele Essensstände gibt, das finde ich irgendwie ganz cool, weil da habe ich manchmal auch das Gefühl, da ist das Konzept auch ein bisschen durchdachter. Da ist das dann quasi, da gibt es dann irgendeinen Bereich, wo man sich dann auch hinsetzen kann mit den Sachen, die man geholt hat, und man kann eben verschiedene Essenssachen so sich holen und sich alles mal angucken. Aber so, es gibt auch überall, wenn man in Urlaub fährt, gibt es dann irgendwo im Reiseführer so, ey, Sie müssen diesen Markt besichtigen. Der Markt von das ist einfach fantastisch. Gehen Sie am besten schon früh um 5, da kriegen Sie noch das natürliche Flair von Und dann macht man das, weil es einfach irgendwo über alle einem so sagen, und dann ist es wieder einfach nur komplett voll mit Leuten, es ist so, es stresst übelst, man ist so eine Mischung, also ganz viele Touristen, man selber ja auch, die, man weiß gar nicht so richtig, man guckt halt so, wird aber quasi, also steht ja einfach nur im Weg zu den paar Leuten, die dort ja zum Markt müssen, weil die wirklich irgendwie da ihre Waren einkaufen für ihre Gastro, irgendwie einen Tag später frisches Zeug oder so, was ist so voll, dann gibt's da auch irgendwie so völlig random Sachen, gibt's halt irgendwie so Fisch und dann gibt's irgendwie Klamotten. Und dann, ist 99% ist aber auf diesen Märkten, die einem dann so empfohlen wird, so, ey, den müssen Sie wirklich, den dürfen Sie nicht verpassen. Wenn Sie einmal da sind, dann nutzen Sie die Gelegenheit, besuchen Sie den Markt, da kann man so schlendern. Fischmarkt in Hamburg, das ist einfach ein Erlebnis. Ja gut, Fischmarkt in Hamburg würde ich aber eher wieder in die Essenskategorie. Habe ich aber auch noch nie miterlebt. Das ist für mich so eine Grauzonenzeit. Man soll da irgendwie um 6, um 7 Uhr hingehen. Das ist ja. Ja, ich wollte gerade sagen, Steffen, ich glaube, du kannst die Male in deinem Leben, wo du nicht noch, sondern schon 4:30 wach warst, die kannst du wahrscheinlich an einer Hand abzählen. 4 Finger. Ja, das ist. Wer macht das denn? Ich wahrscheinlich auch, jetzt, wenn ich drüber nachdenke. Das ist jetzt, warum sollte man auch so früh aufstehen? Aber du hast recht. Aber weißt du, was ich meine? So, dass ja auch immer so Spittel verkauft wird. Immer so, es gibt so gefühlt so international, gibt es so ein Sortiment von so Spittel. Ja, weißt du, wo in China ist das ja meistens. Auf diesen ganzen Märkten, da gibt es dann auch immer so Sachen, die man so hochschießt, die dann so, weißt du, so das mit so einem Katapult hochgeschossen, dann kommt das wieder runter und weißt du, so Zeugs, so. Ich bin leider manchmal ziemlich anfällig dafür. Ich habe letztens auf Gran Canaria, da waren auch so ein, also auf dem Boden lag, und da gab es so Anglerhüte, Bucket Hats, und die, da gab es einen von Lacoste in rosa, und das war genau das Gleiche. Es war so. Jetzt sagt bloß, der war gar nicht wirklich von Lacoste. Ich zahle nicht mehr als 30 Euro, mal sehen, was der sagt. Und gehe so hin, ja, how much? Der 20 Euro. Ich, okay. Du
willst mir doch jetzt nicht sagen, dass der nicht echt ist. Nee, weiß nicht. Bei Lacoste im Laden, die handeln auch verloren. Okay, also ich, hier steht zwar 120 Euro für Kaschmir-Pulli, aber ich würde ihn 30 geben. Ich bin aber auch ein leidenschaftlicher Mitbringseltyp. Ich bin immer so, ich neige dazu, immer so Kitsch zu kaufen. Und dann fängt man mal an, bringe ich dem was mit. Stimmt, jetzt fällt's mir auch. Ich habe dir doch letztens auch so einen schönen Schlüsselanhänger mitgebracht. Ja, der ist ja, man freut sich ja dann wirklich immer drüber, dass du, also man freut sich dann in allererster Linie, dass du an einen denkst. Ja? Ja. Aber jetzt fällt's mir, während ich gerade mit dir rede, fällt's mir wie Schuppen von den Augen. Das ist auch wirklich das, wo wir uns total unterscheiden und was wirklich auch Urlaube mit uns also unter Umständen manchmal ein bisschen schwierig macht, dass du so, du findest Shopping jetzt nicht ganz doof, wenn du so in eine Stadt gehst, so mal so von... Ja, ich denke, ich muss immer was Besonderes hier mitnehmen, denke ich mir immer, aber das stresst mich manchmal selber. Ich wünschte manchmal, ich wäre ein bisschen fern davon. Ich habe auch so eine Tüte mit so Mitbringsel, die ich einfach gekauft habe. Ich dachte, oh, das wäre cool, diese Figur. Und jetzt habe ich hier so eine Tüte voller Figuren aus der ganzen Welt, die ich einfach nicht losgeworden bin. Aber jetzt kommt wieder der Flohmarkt ins Spiel. Ah, okay, Idee? Smart, jo. Also wenn Steffen demnächst mal hier irgendwo auf dem Flohmarkt seht, naja. Das sind die Mitbringsel aus aller Welt. Steffen, ich habe dir doch letzte Woche, habe ich dir doch die Doku empfohlen über Berlin quasi, also im, speziell Berlin, aber im Großen auch über, gerade so in den ersten Folgen über die Wiedervereinigung und Ost-West-Konflikte, Gentrifizierung, genau. Hast du sicherlich schon komplett durchgeguckt. Durchgesucht, aber ich will nicht spoilern. Genau, deswegen habe ich jetzt aber auch noch quasi, wenn jemand noch tiefer in die Farbe reingehen will, hat jetzt nichts mit Berlin speziell zu tun, aber eben mit diesem schon angesprochenen, was ist eigentlich nach der Wende passiert und also könnte das eine Erklärung sein für alles, wie es jetzt ist? So, ne? Was ja immer so Fragen sind, die man sich in verschiedensten Schattierungen ja immer wieder stellt, jetzt gerade wieder aktuell irgendwie Umfrageergebnisse der AfD und so. Und da kann ich dir einen Podcast sehr ans Herz legen, der diese frühe Nachwendezeit beleuchtet und zwar von unserem Kumpel Hendrik. So zugezogen maskulin, ich weiß nicht, ob ehemals, aber auf jeden Fall zugezogen maskulin. Hendrik und Pablo haben einen Podcast rausgemacht, den gibt's bei, ich glaube, der ist vom MDR gehostet, quasi Kollegen. Mhm. Und der Podcast heißt Springerstiefel, Fascho oder Punk. Und beleuchtet eben, und was ja auch an dieser Doku so spannend war, bei dieser Capital B-Doku, dass der eben die ProtagonistInnen der Zeit dann wirklich den Raum gibt und nicht quasi über die Leute geredet wird, sondern dass die sich erzählen, deren Perspektiven gezeigt wird, auch wenn es eben wehtut teilweise so ein bisschen, es wird gut eingeordnet und so, aber es wird eben auch in ehemaliger Neonazi da begleitet und der erzählt eben, warum Sachen so geworden sind, gewesen sind, wie sie waren. Und in der zweiten Folge gibt es dann quasi eine Punkin, eine Punk. Punkin, ein Punk. Ein Punk, wahrscheinlich. Der Punk-Person. Ja, also wirklich sehr zu empfehlen, gibt es überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr euch reinziehen, denke ich. Steffen. Ja, ist mir schon aufgeploppt. Ja. Muss ich mal reinhören. Klar, wenn du diesen ganzen Empfehlungen, weißt du, du hast jetzt bald einen langen Flug vor dir, wenn wir nach Mexiko uns aufmachen. Ja, aber da zähle ich ja aufs Heimkino-Angebot, das es da immer gibt. Bin ich ja großer Fan von. Wenn es nicht so wackelt und keine Turbulenzen gehen, da kann man sich's auch so richtig gemütlich machen. Ja, und wenn man mal so ein bisschen die Klimakatastrophe mal ein bisschen ignoriert, da kann man sich auch richtig gemütlich machen manchmal im Flugzeug. Und dann, wenn da so das Essen kommt, dann macht man sich gemütlich, dann macht man sich schon einen Film an. Freue ich mich schon drauf. Ja, ich bin gespannt, wer neben mir sitzen wird. Wen hätte ich erwischen? Till, Max, Felix, vielleicht wir? Vielleicht hast du Glück und ich sitze neben dir. Dann können wir Essen teilen. Steffen, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Das ist dann quasi schon die Folge, bevor es abgeht. Ja, ich würde nächste Woche mal meine Packliste durchgehen mit dir, dann, weil ich neige ja dazu. Ich brauche immer sehr lange fürs Packen. Packen ist für mich immer ultra Stress, weil ich immer nicht zu viel mitnehmen will, aber auch gar nichts vergessen will. Am Ende habe ich zu viel mit und immer was vergessen. Mal gucken, vielleicht. Also da freue ich mich drauf und vor allen Dingen, ich möchte aber ja trotzdem auch von deiner Erfahrung profitieren, weil du warst ja schon mal in Mexiko. Wir haben auch in einer, also wenn man jetzt ein paar Folgen runterscrollt, es gibt eine Radio mit K-Folge, wo Steffen quasi direkt, also gewissermaßen wirklich direkt aus dem Dschungel von Mexiko ins Radio mit K-Studio reinkommt und immer noch so ein bisschen durch den Wind ist von der Erfahrung, die er da im Dschungel gemacht hat. Könnt ihr... Für die, die wissen es, ansonsten könnt ihr gerne mal nachhören. Der Steffen, der hat da irgendwas ganz Komisches gegessen und war da.
so ein bisschen im Irgendwas Dschungel. War schlecht, da muss man höllisch aufpassen, Leute. Ja. Diesmal weiß ich aber Bescheid. Ja, kann man sich auf jeden Fall anhören. Denn ich will jetzt hier noch mit dem Song rausgehen. Und zwar passt auch so ein bisschen zu dieser Capital B Springerstiefel Podcast Sache. Dieses so, dass man immer wieder so ein bisschen an dieser. So, ich habe das zumindest Gefühl, dass ich jetzt in so einem Alter bin. Onkels. Na, warum nicht? Mit Mexiko. Die haben doch so einen Song, das wächst. So ein bisschen in dem Alter bin, wo ich so meine eigene Jugend so Revue passieren lasse, gewissermaßen. Wahrscheinlich ist das Zeichen dafür, dass die Jugend eben leider vorbei ist, wenn man anfängt, das so anfängt, so zu, in der Rückschau zu betrachten und sich so damit auseinanderzusetzen. Und da ist mir wieder aufgefallen, dass ich gerade so am Anfang, ich habe wirklich sehr, sehr viel sehr harten Berliner Rap gehört. Mhm. Das war ja dein Punk auch. So, ja, könnte man fast ein bisschen sagen, auch weil der eben sehr unkorrekt war und sehr doll und aber auch einfach die Beats geil waren. Das war so sehr so Miami Bass, es war sehr elektronisch, sehr hart, sehr geil. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt kommt es gerade für so eine neue Generation, kommt es jetzt gerade auch wieder, dass so diese Art von so, ich würde es jetzt mal, das wurde dann später so ein bisschen dadurch, dass Frauen als Money Marks so ein bisschen die so erfolgreich wurden, ist Atzenrap so ein komisches Synonym für sowas ganz anderes, so, aber das waren ja eigentlich so Frauen als Money Mark, DJ Reckless, Chorus Access, das waren ja eigentlich diese Protagonisten dieser Zeit, die ja so einen ganz, ganz harten Berlin-Rap gemacht haben, so, also nicht allzu gut gealtert, ne? aber so wirklich, aber damals natürlich, wie das oft so ist, so, ne, mit den, dann mit der Verklärung der eigenen Jugend irgendwie hat das natürlich eine totale Kraft und Energie und so, aber eben jetzt wird so eine Art von Rap eben auch von Frauen gemacht. Und das ist irgendwie eine ganz interessante Entwicklung, dass so jetzt Musik, die mir, wo ich mir zumindest so das Gefühl habe, ey, das gibt mir eine ähnliche Energie, das ist ähnlich doll und drüber und unkorrekt und so. Und deswegen würde ich jetzt gerne hier Ikimel und Barré spielen mit Keta und Krawall. Super Titel. Also da gibt's eine ganze Menge, also auch Schoki kann man da mit nennen, vom Tiefpasskommando und so. Es gibt so eine neue Generation, wo eben auch dann weibliche Stimmen in dieser Art von harten Rap ihren Platz finden, wo ich mal sagen würde, das gab's vor 10, 15 Jahren, gab's das eben noch nicht. Und das ist ja irgendwie ganz, ganz nice, dass es das jetzt irgendwie zu geben scheint. Klingt gut. Leute, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und Steffen, ciao. Ja, macht's gut, Leute. Küsschen. Bis nächste Woche. We are the champions. No time. No time for losing. Hat die halt auch so, no time for losing. Also so gesungen, so dass man auch so. Die hat komplett übertrieben und. Wie so Leute singen, die dann so wollen, dass alle sagen so, boah, die kann aber singen. Ja. No time for losing. Sie konnte jetzt schon nicht so schlecht singen, aber es war trotzdem, also, nee, warum? Oh Gott. Die arme Begleitung. Naja. Bis nächste Woche. See you next week.